Hey Leute und willkommen zurück hier zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin's wieder hier, euer PauTheCraft, und heute zeige ich euch die 5 besten Minecraft-Mods der Woche für die Version 1.16.5. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Auf dem heutigen Platz Nummer 5 haben wir die Origins Mod. Diese Mod ist einfach nur krass, denn die verändert das gesamte Gameplay von Minecraft. Es ist eine verrückte Idee, die hier von einem Modder umgesetzt wurde. Und zwar können wir jetzt hier verschiedene Hintergrundgeschichten, also Origin Stories, auswählen. Es gibt da eine riesengroße Auswahl, unter anderem zum Beispiel den Menschen. Das ist einfach ganz normales Vanilla-Gameplay. Aber natürlich auch hier noch ein paar spannendere Sachen, wie zum Beispiel den Avian. Da kann man zum Beispiel einfach durch die Gegend gleiten, wie ein Huhn oder sowas. Wir haben den Archie, das ist so etwas ähnliches wie eine Spinne zum Beispiel. Wir können Elytrian haben, da haben wir einfach dauerhaft Flügel zum Beispiel. Es ist echt verrückt, es gibt hier oben so eine kleine Anzeige, die immer in 3 Punkten angibt, wie stark das Spiel dadurch verändert wird. Es gibt jetzt hier normal, medium oder natürlich auch extrem. Das ist zum Beispiel jetzt hier, die, keine Ahnung, bist du eine Meerjungfrau oder Meerjungmann halt, wo du nur noch unter Wasser atmen kannst zum Beispiel. Man bekommt auch noch hier als Möglichkeit random, da wird irgendwas Zufälliges ausgewählt. Wir nehmen jetzt gerade mal hier als Beispiel Merlin. Damit sind wir sozusagen einfach eine Meerjungfrau oder Meerjungmann, je nachdem, und können dann halt unter Wasser atmen, ganz normal abbauen und schneller schwimmen. Dafür sind wir natürlich an Land ein bisschen belastend unterwegs und graben jetzt hier an Land eine Sauerstoffanzeige. Wir kriegen natürlich sofort Damage, wenn wir jetzt hier keine Luft mehr haben, und müssen dann jetzt hier schnell in unser Wasser eintauchen, um hier unsere Luft wieder zu regenerieren. Wir können unter Wasser, wie gesagt, ganz normal Blöcke abbauen, als wären wir einfach über Land und haben natürlich auch über Land Mining Fatigue. Es ist echt eine verrückte Sache und mit diesen Origin Stories kann man auf jeden Fall einige coole Geschichten erzählen oder auch mal ganz neue Minecraft Challenges machen. Wenn ihr da mal Luft raus habt, lasst gerne mal ein Like da und schreibt mir das mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Ideen für ein paar coole Challenges habt. Aber ansonsten würde ich sagen, eine richtig, richtig coole Mod, die ich jedem empfehlen kann, einfach mal zu installieren. Checkt sie gerne aus und würde sagen, jetzt kommen wir auch schon zu unserem nächsten Platz. Auf dem heutigen Platz Nummer 4 haben wir die Bluey Things Magies Mod. Diese Mod ist einfach nur eine unglaublich krasse und wirklich sehr coole Dekorationsmod. Sie fügt so unendlich viel neuen Stuff hinzu, von Greenscreens über irgendwelche Bücherregale, Spielzeug bis hin zu Technikblöcken, neuen Türen, Straßensystem mit funktionierenden Ampeln und viel mehr. Ist ja wirklich alles dabei. Ich meine, ihr seht es hier im Hintergrund, das Gameplay, Leute. Es gibt so unendlich viele verschiedene Möglichkeiten, eure Minecraft-Welt mit dieser Mod hier zu dekorieren. Gerade für Roleplay-Serien oder ähnliches eignet sich diese Mod sich einfach perfekt. Wir haben hier eine riesengroße Auswahl an riesigen, vielen Technikgeräten. Es ist echt ultra cool. Die Modelle sehen auch sehr schön aus. Das Krankenbett jetzt vielleicht nicht so, aber an sich eine sehr, sehr coole Mod mit vielen coolen neuen Blöcken, Lampen und vielen, viel mehr. Ich meine, es gibt so viel Stuff. Wir können mal kurz mal hier durch das Creative-Inventar durchscrollen. Leute, da finden wir wirklich alles. Ich meine, was ist das denn? Hier haben wir von Stoppschildern bis Sonnenschirme, über Autos bis Kerzen, wirklich alles dabei. Ich meine, können wir mal kurz mal ein paar Items hier rausziehen, die ich euch vielleicht mal kurz zeigen kann. Wir haben hier mal eine Sodamaschine haben wir dabei, wir haben hier irgend so einen komischen Roboter. Wir haben natürlich auch hier eine Überwachungskamera dabei oder auch noch irgendwelche Stühle oder auch irgendwelche Dishwasher, also hier Spülmaschine oder auch einfach mal hier irgendwelche Conveyors, die uns durch die Gegend transportieren können. Es ist einfach verrückt und eine sehr, sehr coole Mod, die ich wirklich jedem empfehlen kann, einfach mal zu installieren und auszuprobieren. Es lohnt sich auf jeden Fall. Auf dem heutigen Platz Nummer 3 haben wir die Drill Mod. Diese Mod fügt eigentlich nur einen neuen Block hinzu, und zwar diesen Drill. Der ist wirklich sehr praktisch für jeden, der mal ein paar mehr Ressourcen braucht. Und zwar können wir den Drill einfach platzieren. Dann nehmen wir ein paar Kohleblöcke, relativ easy zu craften das Ding by the way, und packen das rein, drücken auf On und zack, fängt das Ding direkt an hier für uns zu farmen. Ich meine, Strip Mining war gestern, das ist die Zukunft, Leute. Installiert euch diese Mod gerne, das ist einfach so praktisch. Der baut hier in einem 3x3 Feld einfach alles für euch ab. Der braucht wirklich extrem viel Kohle, deswegen ist er auf jeden Fall nicht auch zu OP. Seht schon, ich hatte jetzt direkt hier einen Block Kohle verbraucht, aber kann wirklich sehr hilfreich sein, weil man hier so deutlich einfacher Strip Minen kann. Der baut relativ schnell alles ab, Obsidian, alles egal, der baut alles ab ziemlich schnell. Auch Erze, es bleibt alles hinten raus, aber an sich eine sehr coole Sache, um entweder ein großes Gebiet schnell freizulegen oder viele Ressourcen schnell zu bekommen. Das gleiche gilt auch für Bäume, das Ding kann nämlich auch mega easy Bäume und Blätter abbauen. Vielleicht kann man damit irgendwie so eine Holzhammer oder sowas bauen. Es wäre auf jeden Fall cool, wenn der Mod noch irgendwie was hinzufügen würde, dass man den hier programmieren könnte, diesen Roboter. Aber ich bin gespannt, wie die Mod weiter sich entwickelt wird. Das Ganze hier ist doch nämlich eine Alpha. Ich würde sagen, ladet euch die Mod gerne einfach mal runter, wenn ihr sie einfach mal ausprobieren wollt.
Auf dem heutigen Platz Nummer 2 haben wir die Furnace MK2 Mod. Diese Mod ist einfach unglaublich cool. Die fügt nämlich hier einen brandneuen Ofen in Minecraft hinzu. Es ist eine verbesserte Variante des normalen Vanilla-Ofens. Wir können ja ganz normal unsere Erze schmelzen. Was wirklich sehr cool ist, wir haben hier viele verschiedene Upgrades, die wir reinpacken können. Und zwar einmal hier so ein Experience Clarifier. Damit werden XP dann hier in diesen Tank reingepackt. Und wir bekommen die XP direkt gespeichert aus dem Ofen und müssen die nicht immer direkt immer abzapfen. Wir können sozusagen hier zwischenspeichern. Wir haben auch ein Speed-Upgrade oder hier ein Efficiency-Upgrade, was dann macht, dass wir weniger Kohle verbrauchen. Oder dass wir einfach hier schneller alles durchbraten. Das ist echt sehr cool. Wir haben noch hier einen Attuned Crystal, der ist sehr praktisch. Damit können wir die XP aus dem Ofen dann rausziehen und fest irgendwo speichern. Das funktioniert, by the way, auch einfach ohne diesen Ofen. Ich könnte mit Shift Rechtsklick XP reinlegen und mit Rechtsklick XP rausnehmen. Also so ein kleiner portabler XP-Tank. Der Ofen ist auch sehr günstig zu craften. Einfach eine sehr, sehr coole Mod, die ich jedem Minecraft-Spieler da draußen empfehlen kann, einfach mehr herunterzuladen. Es macht einen riesen Spaß. Bevor es auf unseren heutigen Platz Nummer 1 gibt, habe ich noch eine Mod aus der Community für euch. Und zwar vom lieben Random Robo hat er die Mod erstellt. Und zwar ist das die Team Topia Core Mod. Diese Mod fügt einige coole neue Rüstungen hinzu, die echt extrem OP sind. Auch hier ein sehr, sehr starkes neues Schwert und neue Tools mit neuen Erzen, die wir in der Oberwelt im End und auch in einer neuen Dimension finden können. Dazu gleich mehr. Die Tools bauen nicht schneller ab, aber haben einfach sehr, sehr viel Attack Damage und haben auch eine deutlich höhere Durability. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Die Modelle und die Texturen sehen auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool aus. Vielleicht noch ein bisschen am Balancing schrauben, aber an sich eine sehr, sehr coole Mod. Auch hier das Dimension. Wie gesagt, die Mod ist noch in der frühen Alpha-Phase, denke ich mal. Hier wird auf jeden Fall noch viel dran gearbeitet, aber die Dimension sieht aber schon mal ziemlich, ziemlich cool aus. Hier auch neue Holzsorten, neue Bäume. Und wie gesagt, das fantastische Käse-Erz. Eine sehr coole Mod. Vielen Dank, Random Robo, fürs Einsenden. Jetzt geht es aber weiter hier direkt mit unserem Platz Nummer 1. Auf dem heutigen Platz Nummer 1 haben wir die Evil Wandering Trader Mod. Die fügt einen bösen Wandering Trader hinzu, der euch einfach komplett ausnimmt, wenn ihr nicht aufpasst. Leute, hier, der Typ wird einfach zum Miniboss und beklaut euch komplett. Der wird einfach alle eure Items, die ihr im Inventar habt, nach und nach klauen. Sei es Chestplate, Schuhe, Schwerter oder Blöcke. Der Typ nimmt sich alles mit, wenn ihr ihn nicht schnell genug besiegt. Wie ihr seht jetzt hier, Inventar ist leer und er greift uns jetzt erstmal nicht mehr an. Auch wenn wir jetzt hier nochmal hier noch nachträglich eine Axt holen, er fängt direkt wieder an, uns zu schlagen und klaut uns was. Er wird uns nicht töten, er will nur all unsere Items klauen. Und der Gag ist jetzt, wenn wir jetzt wieder ein bisschen warten, verwandelt er sich zurück in den Wandering Trader. Ist, by the way, auch eine mega coole Möglichkeit, seine Freunde oder sowas zu trollen. Aber jetzt hier verkauft er uns für überteuerte Emerald-Preise unseren Stuff wieder zurück. Also ein Geschäftsmann ist er auf jeden Fall, aber auf jeden Fall kein besonderes Setter. Dagegen, Leute, ladet die Mod euch auf jeden Fall runter. Es macht einen tierischen Spaß, mit dieser Mod einfach ein bisschen herumzuspielen. Ja, Leute, das war's auch schon wieder hier bei diesem wunderbaren Video hier auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Denkt dran, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, um kein zukünftiges Video mehr zu verpassen. Ich würde sagen, das war's für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.